Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute ist Sonntag, heißt, wir spielen wieder ein bisschen Killer. Und auch wenn es noch nicht so lang her ist, dass wir mit diesem Killer eine Runde gespielt haben hier auf YouTube, möchte ich euch die Runde aus einem der letzten Streams gerne zeigen. Habt Spaß, genießt es und ja, es ist noch während des Halloween-Events aufgenommen, also gestreamt. Deswegen gibt es ja noch Kürbisse und sowas. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge Dead by Daylight wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Bis dahin, tschüss. Wenn es dann Richtung Karneval geht, die Leute nehmen sich ja alle frei. Du kriegst ja dann die Leute nicht mehr ans Telefon, wenn du mit denen was klären möchtest, wo du dir denkst, man kann das hier bei uns gar nicht nachfühlen, dass das für die im Westen so ein Riesending ist. So. Ich habe auch gestern in ein paar Streams gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, zu Halloween kommen die Kinder klingeln und fragen halt Süßes oder Saures. Das gibt's hier bei uns auch nicht. Ich habe dich gar nicht gesehen, Jane, Mensch. Richtig gut versteckt warst du. Na, so richtig mit diesem Karnevalsverein, das gibt's bei uns auch nicht. Also es gibt bei uns auch so Vereine. Das ist, heißt dann aber Funke-Mariechen. Und nicht irgendwie Karnevalsverein. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Ob das bei euch auch dann so Funke-Mariechen sind, quasi? Reicht mir mit dir hier. Sagen Sie mal. Oh, dort hinten ist der Wirrehaken. Dort komme ich nicht hin. Schade. Ich hatte doch noch Pop. War hier alleine dran? Also ich glaube, Halloween ist es bei uns hier nicht so. Also Fasching, ja, da kommen sie rum. Cool Story, Bro. Ah, das war gar keine Jane, das war eine Lee. Ich habe erst Jane gesagt, sorry. Ich könnte sie in den Käfig schicken, aber ich, da ist der Haken. Sehr gut. Okay, das Spiel ist einfach... hat sich gerade aufgehangen. Für 2 Sekunden. Stimmt, Garde heißt das ja. Also bei uns heißt es halt dann Funke-Mariechen. Finde ich auch eine komische Zeichnung. Aber... Hallo! Bitte nach vorne gucken, da wo man hinläuft. Und Michaela hat natürlich einen... Oh, hier ist der Keller. Da ist sie, glaube ich, nicht lang. Ah, ich habe mich selber ausgetrickst. Ihr habt bestimmt dort hinten einen Totem jetzt gesegnet, damit die sie übelst schnell hochheilen können. I like it! Und hier ist der wirre Haken. Ha, ha, ha.
Und hier war noch jemand, oder? Oder auch nicht. Und ich habe Barbecue nicht... Oh, ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich spiele zu wenig mit Barbecue. Entschuldigung, dass du es jetzt wieder bist, aber... Jederzeit der Ortsteil hat Kana als Verein. Oh, stimmt, bei euch gibt es dann so richtig riesen Umzüge. Also es gibt bei uns hier auch ein Dorf. Wo dann so richtig ein Karnevalsumzug ist. Aber das ist dann wirklich so ein Dorf im Umkreis von 30 Kilometern. Das ist dann zu verkraften. Es ist nicht so schlimm dann. Aber wenn du dem gar nicht aus dem Weg gehen kannst, kann ich mir vorstellen, dass das nervt. Du kommst ja dann dort nicht weg, außer du ziehst aus für 3 Wochen. Ja, renn ruhig dort hinter. Dort ist der wirre Haken. Oder ich gehe hier hin. Ach, der ist dort hinten. Ich dachte, der ist hier weiter vorne. Oh, warte mal. Ist hier das Totem? Sehe ich deswegen keine Kratzspuren? Nee. Okay, dann ist der, die das in den Schrank gegangen oder so. Ich weiß nicht. Oder die Kratzspuren sind einfach schon weg. Und dann gibt's Kamelle. Ich habe auch meinen Pop heute noch gar nicht hier genutzt. Oh, ich muss öfter Generator treten. Die ist nicht hier rein, oder? Die ist hier rein. Wir sind hier hintergerannt, warum auch immer. Da oben ist gerade eine Krähe weggeflogen, oder? Ups. Thank you.
Die ist noch hier unten irgendwo. Kann ja nicht einfach weg sein. Ich höre näher. Die ist hier. Dummes Timing, oder? Zu dem Gen sind die... Ich hab dich gesehen. Ich muss mich echt mal dran gewöhnen, die Generatoren, dass ich eine Person fertig jage und dass ich nicht immer alle 3 Sekunden das Ziel wechsle. Das geht schief. Kriege ich die einfach nicht an die Haken. So, jetzt würdest du durchs Fenster springen. Oder auch nicht. Hier ist kein wirrer Haken. Schade. Ah, hier ist das Totem. I hear it. So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst mit Barbecue, aber meine, die Generatoren sind hier. Kein Herzschlag. Okay, nee. Wenn das Totem hier ist. Nee. Tut mir leid, Nea. Aber wenn das Totem hier ist, dann haben die in 3 Sekunden aufgehoben. Nein. Das machen wir nicht. Ist ins Haus? Die alle immer noch leben können. Ich habe jetzt alle Dead on Hook. Das ist wieder die dümmste Ausgangssituation. Ja. Mich als Killer. Weil die jetzt einfach immer noch... Okay, jetzt sind sie zu dritt. Aber sie waren gerade eben noch zu viert. Um einen Generator anzumachen. Das ist das Blödeste, was passieren kann. Ach, diese Spuren, ey, die machen mich echt... Alle.
sehe sie nicht. Ich wüsste, da ist sie, okay. Zieht mich weg von den Generatoren. Nicht dumm. Ich hätte warten sollen, bis sie richtig auf der Palette ist, dann hätte ich sie greifen können. Ach, Nico hat die letzten Male... Der war richtig gebeutelt, der Arme. Die ist durchs Fenster. Ich glaube, die letzten Male war Nico auch so mit 7 oder 8 Münzen abgespeist worden. So, 2 Leute sind noch im Spiel. Oh. Der ist weit. Ich glaube aber, der oder die... Ja. Hab sie gehört. Ich glaube, ich krieg sie nicht an den Haken. Aber okay. Dann jagen wir sie weiter. Okay, entweder sie war im Umkreis oder sie hat ihr Totem aktiv oder sie war im Schrank. So, wo ist die Luke? Oder Michaela. Könnte sie schaffen. Ich krieg die nicht beide. Beobachtet. Ich bin jetzt auch nicht gerade schnell. War hier Blut? Sie blutet gar nicht. So gemein, ich weiß. Aber ich möchte. Ich möchte fürs Gefühl. Danke. So, oh mein Gott. Ich bin immer übelst konzentriert, wenn ich Killer spiele. Yay! GG! Oh, ich habe nichts zu trinken hier. Wow, es hat ernsthaft nur als einmal gezählt, obwohl ich da mehrmals an den Haken aufgehangen habe. Naja.